Herr Hahn, Sie sind der designierte neue Haushaltskommissar, wenn man so will. Haben Sie den Eindruck, dass Ursula von der Leyen mit einer guten Kommission ausgestattet ist? Und was sind die Hauptaufgaben? Ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung von Kandidatinnen und Kandidaten. Hauptaufgaben ist natürlich zunächst einmal das Jahresbudget 2020. Und natürlich das Große ist das mehrjährige Budget von 2021 bis 2027, wo sich auch Ihre politischen Ziele widerspiegeln sollen. Die Kommission, der gesamte europäische Rat, hat viel an Reputation verloren, nicht zuletzt durch das gescheiterte Spitzenkandidatenprinzip. Wie will man das zurückgewinnen? Naja, das liegt auch an den lagernden Akteuren, dass man hier nicht dieses Spitzenkandidatensystem umsetzen konnte. Ich glaube, dass wir jetzt mit von der Leyen eine sehr, sehr gute Kandidatin haben. Ich habe mit ihr schon verschiedentlich zusammenarbeiten können, bin sehr positiv. Und ich bin überzeugt, dass auf Basis auch Ihrer Ansagen wir da ein exzellentes Programm für die nächsten 5 Jahre hinbekommen, das natürlich auf der einen Seite den Schwerpunkt hat, die Klimaproblematik anzugehen, aber auch die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas sicherzustellen, gleichzeitig sozusagen unsere Rolle in der Welt zu stärken, die Nachbarschaft zu vertiefen, den Außengrenzschutz zu entwickeln, aber den schon weit vor den Außengrenzen, sprich die Hilfe in Afrika. Wir brauchen eine wettbewerbsfähige Industriepolitik. Also all das wird auch sich im mehrjährigen Finanzrahmen widerspiegeln. Wie steht es um das Misstrauen zwischen Parlament und Kommission, was ja ohne Frage jetzt da ist? Naja, das hat es, soweit ich das überblicke, in der Vergangenheit immer gegeben, dass der eine oder die andere Kandidatin nicht das Hearing bestanden haben. Also insofern befinden wir uns noch nicht in einer ungewöhnlichen Situation. Bleiben wir kurz bei den Hearings. Sie sind aber optimistisch, dass das relativ gut durchgeht? Schwer abzuschätzen. Wir haben ein neues Parlament mit vielen neuen Abgeordneten. Wir haben jetzt offenkundig 2 Kandidaten, die schon im Rechtskomitee nicht die erforderliche Unterstützung gefunden haben. Man wird sehen, am Montag beginnen ja die ersten Hearings, wie dann die allgemeine Stimmungslage ist. Herzlichen Dank, Johannes Hahn. Gerne.